So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das brandneue und aktuelle Saphira Rainbow Magazin Nummer 1 für 4 Euro ist da. Mit die brandneuen und aktuellen Sammelfiguren. 18 neue Sammelfiguren gibt es. Die Tütchen sehen so aus. Das bedeutet auch, sie sind ziemlich klein. Aber ich habe es mir trotzdem mal geholt, um euch zu zeigen, was wieder Neues auf dem Markt ist. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns das natürlich jetzt mal an. Und ich habe mir echt vorgestellt, gedacht, die Saphira-Figuren, die werden größer. Ist mehr Luft drin wie alles andere. Aber die packe ich ja gleich aus, um euch zu präsentieren. Aber hier ist das Magazin natürlich jetzt erstmal. Sieht natürlich richtig schön bunt aus. Was haben wir denn erstmal? Ah, da sind die neuen Figuren, ein paar davon. Naja, aber hier kommt es wirklich auf die Größe an. Warum kann man die nicht ein bisschen größer machen? Das ist meine persönliche Meinung. Weil ich kann mir vorstellen, weil das Tütchen schon so klein ist, die sind auch ziemlich klein. Aber mal gucken. Dann habt ihr hier natürlich eine Comic-Beilage. Merchandising darf natürlich nicht fehlen. Comic geht weiter. Bisschen Rätselspaß gehört natürlich auch noch dazu. Was haben wir hier? Ah, alle 18 neuen Saphira-Figuren auf ein Poster. Sehen natürlich cool aus. Ah, der gelbe, der winkt. Der ist knullig, knuffig. Auf der anderen Seite ein Spielbrett. Start und Ziel. Dann natürlich hier was zu bestellen, was zu ausmalen, malen und basteln, Rätselspaß, Merchandising, ah, was zum Backen, das ist ja, der sieht ja cool aus. Spiel, Merchandising, dass es verschiedene Saphira-Magazine gibt mit verschiedenen Stofftieren habe ich natürlich einige schon angeboxt. Dann natürlich was zum Basteln. Das war's. Also das ist es nun. Das brandneue und aktuelle Saphira Magazin Nummer 1 für 4 Euro. Das Magazin. Und eine von 18 brandneuen und aktuellen Saphira Sammelfiguren. Ja, ich zoome mal mehr ran, dass ihr überhaupt die Figuren erkennen könnt. Also. Ja, ich ahne Böses, aber nichtsdestotrotz packe ich sie jetzt mal aus. Erstmal ein Zettelchen. Zwei Zettelchen. Ja, gucken wir mal. Ah, ist da vielleicht drauf? Ah, ihr seht schon. Gibt es gar nicht so viele, nämlich nur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 und die beiden weißen hier um 18. Es sind also jede Farbe zweimal da in einer anderen Form. Das dazu. Dann hier natürlich Gebrauchsanweisung, ist klar. Nicht verschlucken und jetzt, ich fühle es schon. Oh. Ja, sind natürlich richtig knuffig. Durch diese bunten Regenbogenflügel, pelzige kleine Dinosaurier, klein ist wörtlich zu nehmen, mein Daumen zweimal so breit, höher ist die Figur nicht. Aber trotzdem ist die süß und niedlich, aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir alles in die Kommentare, wie ihr die neuen Saphira-Figuren findet. Kennt ihr sie schon? Habt ihr sie schon? Sammelt ihr die? All das könnt ihr für mich und alle anderen Zuschauer natürlich posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und ich versuche natürlich irgendwas von den neuen Sammelfiguren von Saphira unter ein Video zu verlinken. Das wisst ihr ja. Sicher, bequem ist es auf jeden Fall. Günstiger, naja, müsst ihr selber mal schauen. Knuffig sind sie ja, aber ansonsten sage ich mal, wie immer, bis demnächst, guckt hin. Und schaut zu.